Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir auf der linken Seite Hallo. Sitzt der Mann der Stunde, der mich hier tatsächlich zu einem neuen Spiel gebracht hat. Zu einem Spiel, das in den 80ern spielt. Wir sind zwei süße Teenager-Girls auf der Suche nach Abenteuern. Und wie das in den 80ern so üblich ist, werden wir Musik aus Boombox hören, so richtig guten Rock. Und wir werden mit unseren, wie es der Titel schon sagt, nämlich da? Also, nein. Da. Da drüben. Genau. Werden wir als Ritter auf unseren Fahrrädern unterwegs sein. Ben, bist du schon gespannt? Ja, ich bin gespannt wie Flitzebogen, startbereit und wir haben die Einstellung alle fertig. In der Regel sollte das jetzt direkt losgehen. Der Sven ist oben rechts in der Ecke, weil das ein Splitscreen-Bild ist, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Und darum befindet sich Sven, ist das die rechte Hand? Ja, genau, ja. Zu meiner rechten und ich bin in linker Hand. Genau, also viel Spaß mit Knights and Bikes. Genau, so. Ach, jetzt muss ich wieder doch, ich muss hier wieder dich einladen. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt hier direkt. Ach so, okay. Ja, okay, okay. Entschuldigung, YouTube, wir haben. Ach so, JJ ist wieder. Okay. Invite Friend und jetzt wieder den Sven und dann muss der Sven wieder. Oh nee, ist wieder hier oben. Also über Dings? Nee, J, Play? Nix, du machst nix. Du nimmst jetzt an. Du musst jetzt annehmen. Ich lade dich ein und du nimmst an. Über Steam, richtig? Ja, genau. Okay. Ich habe keine Steam-Einladung gekriegt. Invite Friends. Max Bayer. Max Bayer. Okay. Ja. So. Da bin ich dann tatsächlich in Play Online gekommen. So. Would you like to start playing with them? Habe ich hier stehen. Und das machen wir jetzt auch. In dem Sinne. Los geht's. Game will start soon. Here we go. Ein cooler Controller als Ladeteil. Und ein Fahrrad. Das ist echt ein schönes Theme. So. Okay. Also, wie wir sehen, auf der linken Seite, da, ist der Ben, der jetzt auch schon Bubblegum kaut. Und er heißt Nessa. Und ich bin Demelzer. Genau. So. Ja, dann du drückst J. Tape eingelegt. Das ist geiler Sound. Und ich lege Tape ein und dann machen wir ein geiles Mixtape. Here we go. Ich muss die Dinger mitnehmen, glaube ich. Da gibt es so Dinger. Kann ich übernehmen? Oh, da, guck. Ja! Jawohl, ich habe eins mitgenommen. Und ich fahre schon wieder aus dem Bild raus. Du gewinnst schon wieder. Ja, macht nichts. Cool. Cooles Theme. Die Idee von Bike und Knights. Double Fire Spiel. Einen wunderschönen guten Abend, Herren. Schönschön. Wir sind gerade in der YouTube-Aufnahme. Also nicht wundern, wir an abmoderieren oder so. Ich glaube, es lassen wir laufen, oder Sven? Das müssen wir jetzt nicht mit J oder sowas. Nein, wir lassen das laufen, Alter. Ich gehe hier voll ab. Gut, okay. Das ist echt schön. Schöner Sound. Gefällt. Cooler Stil. Oh. Okay. Oh mein Gott, wie gut. 6 days earlier. Penn for the Island.
Das ist in der Nähe von England. Pen Island, sozusagen. Mhm. Also ich spiele die Nessa und du die Melsa, okay. Genau. Ich glaube, das bin ich, oder? Ja, du hast rote Haare. Ich denke, ich kann es sehen. Papa, schau! Es ist eine Fähre! Die Fähre kommt! Ah, das ist der die Fähre! Die bringt uns alles, was wir für den Winter brauchen. Aber diesmal sind gar keine Autos an Bord. Es kommen keine Touristen auf Penfersey Island in dieser Jahreszeit. Es ist zu stürmisch für diese Schatzsuche. Ah, ich möchte einen näheren Blick riskieren. Lass mich runter. Wie er runter geht. Wer ist das? Steht da einfach nur rum und bewegt sich nicht? Das ist nicht der normale Kapitän. Ist er ein Pirat? Bumburg auf dem Rücken, Chat. Und ich möchte nur mal erwähnen, hier, das wo das K aufleuchtet, bei der netten rothaarigen Dame rechts im Bild. Da? Ich hab da kein K, aber ja. Nein, das ist meine Kampfgans. Ich drück mal K, Leute. Ich drück mal K. Oh mein Gott, man streichelt sie und dann kriegt man kleine Herzchen. Willkommen zurück, okay. Hansa. Okay, also die Gans kommt mit mir. Ich glaube, du musst nach oben kommen irgendwie. Ja, ich weiß. Ich wollte mal gucken. Vielleicht kann ich auch irgendwas K drücken. So. Willkommen, Treasure Seeker. Oh, was ist das? Was ist das? Hier liegen getrocknete Schrimps herum. Da kommt nochmal die Gans. So. Ja, ein Schatz. Ein Schatz? Na, er ist nur ein Sparschwein von einem Kind. Ah, ich brauche jetzt einiges an Geld, um hier zu überleben. Mal schauen, ob ich es aufkriege. Ich glaube, ich bin eher böse. Mach die da! Ich glaube, ich werde mal von hier oben beobachten, was die da macht. Und ja, dann drücke ich hier mal. Oh, die ist hier neu. Ich habe die noch nie hier auf der Insel gesehen. Ist sie vielleicht... Oh mein Gott, nee. Ist sie vielleicht eine Böse? Eine entkommene Krim in Elle? So. Oh, verflucht, das ist ganz schön schwierig, hier oben sich irgendwie auf diesen schleimigen Fischboxen irgendwie festzuhalten und zu balancieren. Nein! Au! Ah, das hat wehgetan. Oh, ich bin im Bild, Sven. Kannst du, schwierig. Ja, ich sehe gerade. Warte. Vielleicht unten rechts. Warte. Ich setze uns in die Mitte. Wie in die Mitte? Ach so, vom Text, ja. Ja, können wir auch machen. Ja. Oder ein Stück runter. Einfach nur ein Stück runter. Gar nicht viel. Nur so einen Zentimeter runter, glaube ich. Weil oben ist das Text auf Feld. Und ich habe meins unten und du hast deins oben. Ich glaube, wenn wir uns eher in die Mitte... Ja, das sieht gut aus. Das ist sehr fein. Ja, I feel you on this. So, genau warte. Ich versuche wirklich schön, die Mitte zu treffen, damit wir auch wirklich alle Gesprächsboxen kriegen. So, Entschuldigung an YouTube, Entschuldigung an Twitch, wo wir das gerade live aufnehmen. So, ja. Du bist dran. Ich glaube nicht. Lass mich gehen. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht ins Fischgefängnis stecken. Aber ich habe dich auch noch nie zuvor gesehen.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe und wovor fürchtest du dich am meisten? Hast du irgendwelche coolen neuen Comics vom Festland gekriegt? Und außerdem, wer bist du eigentlich? Hallo, Kid. Ich bin... Dementor! Der Melzer. Jetzt ist keine Zeit, um so tun, als ob zu spielen. Komm und helf mir, die Vorräte abzuladen. Aber jetzt! Du da unten in dem Fischgefängnis, ich muss jetzt gehen. Tschüss! Okay, good. Don't worry. Achso, ja, mach dir keine Sorgen. Der kalte Regen wäscht die Fischereien ja sicherlich eh ab. Quest started. Finde einen, Shelter. Und, Shelter. Unterschlupf. Ein Unterbau, Unterschlupf, genau. Find a Shelter. Oh, getrockneten Schrimp. Ja, mach ruhig, ja. So. Oh. Oh, ich glaube, ich habe einen Schalter. Ich muss nur hier rum. Oh, was ist das? Da. Aha! Ist alles entladen, Papa. Kann ich jetzt an den Spielautomaten spielen? Bitte! Nein, Melzi, ist schon dunkel. Und wir müssen die Vorräte auch zurückbringen. Nach Hause. Zum, Wagon Park? Oh mein Gott. Wohnmobil Park? Ja, genau. Ja, genau. Trailer Park? Ich hab nur irgendwas über deinem Kopf. Ja, die fallen mir auch nur ein. Wenn euch unsere Übersetzungen gefallen oder nicht gefallen, sagt es uns unten in den Kommentaren. Ja. Oh, Dad. Hier passiert nie was Aufregendes. What the fuck? Oh mein... Wait, what? Was? Okay. Battle of Canfersy. Reenactment. Ah. Da war ein Schild, wo drauf stand, der Kampf von Canfersy. Reenactment, also nachgespielt. Die machen quasi so ein bisschen cooleres Lab. Ja. Trailer, ja, genau, Gagelin, hätte ich auch gesagt, ja. Trailer Park, aber ja. Ist halt auch ein Anglizismus so, ne? Es ist schwierig, wenn du irgendwie ins Deutsche besetzen willst und das übersetzte Wort wäre ein Anglizismus, ja. So, okay, Avalon's Peak. Avalon's Höhe. Das Versteck hatte keine Elektrizität. Oh, wie komme ich hierher? It's her again. Miss Fischgott. Achso. Sie sieht schon wieder. Fräulein Fischeingeweide. Ich halte lieber Abstand. Will nicht, dass die Gans mich erkennt. Ich streichle die Gans wieder. Gehen wir hier. Es ist abgeschlossen. Und hier auch? Meine Lieblingsgans. Auch abgeschlossen. Oh, der böse Blick, der Gans des Todes. Ich geh mal kurz aufs Klo. Ich bleib nicht in der Toilette. Oh mein Gott, ja, unsere letzte Toilettenerfahrung, Ben. Ich sag nur, wir haben Fotos davon in Discord gepackt. Letzte Toilettenerfahrung? Ja, ja. Abgeschlossen. Hilf mir. Naja, weißt du nicht mehr, wie wir zur Rollenspielwoche gefahren doch, sind? Doch, ja, das war... Stimmt, das war nicht im Discord, sondern es war auf TikTok. Achso, ja, ich versuch's hier oben in dem, Oh, das ist genügend Jagd unter den Anlegern. Tschüss, Würmer!
Hab ich Sound? Ja, ach so. Okay. Hey, wer bist du? Wer bist du? Ein Dieb! Ein Dieb! Hey! Au! Oh. Hör auf beißen! Geh runter! Hey, Kleine, ich bin kein Dieb. Ich bin Nessa. Und ich war nur um gucken, wo ich bleiben kann. Danke für die ganzen Kratzer und Bisse. Blaue Flecken. Ja, ich halte meine Fingernägel auch immer schön scharf. Aber, um ehrlich zu sein, du siehst überhaupt nicht so gefährlich aus, wie ich zuerst dachte. Du kannst eins von meinen Dinosaurierpflastern kriegen. Das wird dein Gesicht sowieso verbessern. Oh, danke schön. So. Ist das dein Zuhause? Ja, ich lebe hier mit meiner Familie. Also, naja, also mit meinem Papa. Also ich lebe hier mit meinem Papa. Und das ist, dieser Anhänger, der ist meiner. Und mein Papa lässt mich hier quasi fast ganz allein so leben. Also, weil wir halt häufig Streit haben. Also für jetzt ist es gut. Also, wenn er halt ruhiger wird. Und außerdem, was willst du denn sonst noch wissen? Da kommt He-Man im Hintergrund, das wollte ich mal anerwähnen. Ja. Kennst du gute Verstecke? Du kannst hierbleiben! Also, natürlich nur, wenn du mein Freund wirst. Cool. Ja, dann werde ich dein Freund. Ich spiele sogar mit deinem komischen Spielzeug. Oh, das ist eigentlich gar nicht meins. Du weißt ja, ne? Spielzeug ist für Babys und ich will echte Abenteuer haben. Ich hab nur noch nicht die richtige Person gefunden, mit der ich auf Abenteuer gehen kann. Hast du einen W20 dabei? also ich meine, vielleicht können wir ja, also zusammen meine ich. Aber erzähl's nicht meinem Papa, dass du hier bist. Also du kriegst meinen Ersatzschlafsack und außerdem wird's ja gerade auch schon spät und ich möchte nicht, dass mein Papa sieht, dass hier noch Licht an ist. Dann kommt der vorbei und dann schreit er wieder. Ja, okay, es war ja auch ein langer Tag. Danke, Kid. Achievement unlocked. New best friends. Neue beste Freunde. Oh, Ben. BFF. Quest complete. Finde einen Unterschlupf. Oh mein Gott, es ist Castleman für 1,99. Ja, Castleman für ganz genau. Castleman. Okay. Ich habe immer noch meine coole Boombox auf dem Rücken. Ja, aber mach die nicht an. Vielleicht kannst du ja was spielen. Geh doch mal an die Konsole. Ich schlaf doch noch. Warum wächst du mich auf? Oh, ich habe ganz vergessen, dass du hier bist. Soll ich das Spiel für dich einschalten am Computer? Ja. Auf jeden Fall. Margus Spielsystem. Okay, dann lass uns spielen. AD, J-Attack, K-Defend.
easy. Cool. Ein Killstreak geht weiter. Ja, das waren noch die schönen Zeiten, als die Mama noch gelebt hat, als sie noch da war. Will ich nochmal spielen. Oh, ich kann ja auch aufstehen. Oh. Wait. Achso. Warte, es regnet schon die ganze Zeit. Ich muss den Gummistiefel anziehen. Genau, das sind ihre Gummistiefel und die sind wasserfest und außerdem sind sie super dafür geeignet, um damit in Pfützen zu hüpfen. Geht Würmer an. Tap A and you will kick up dirt and worms. Okay. Raufasertapete. Schön. Ah. Okay. Okay, mit um mich wieder drin, okay. Ja, und hier hinten ist noch was. Ach, das ist das, das Ding, okay, ja, ist noch genau. Draußen wieder. Ah! Okay, ich kann nicht auf Pfützen gehen, sonst. Beeindruckend. Ja, willst du das nicht auch mal machen? Geh mal hier hin, ne? Und dann. Stellst dich rein und drückst ganz lange J und dann machst du so einen Riesensprung. Da hier ist noch eine kleine Pfütze, da kannst du auch hingehen. Nee, kann ich nicht. Willst du nicht? Ja, weil ich einfach viel cooler bin als du. Oh, was war das? Oh, das war ein Button. Der ist mir von der Jacke abgefallen. Das ist meiner. Cool. Ich muss jetzt übrigens zu Papa. Ich muss die Gänse füttern. Also auch meine Gans, meine Lieblingsgans. Du kannst mit helfen. Aber pass auf vor meiner Gans, die ist nämlich ferocious. Gefährlich. Okay. Questartet, füttert die Gans. Ich glaube, die sind hier oben. Honk. Genau, weil das kommt von hier oben. Oder? Oh, warte mal, was ist denn das? Oh? Oh! Okay. Los, warte. Oh, warte. Können wir das zusammen machen? Muss U drücken, öfter drücken. Yeah. Guck mal, coole Buttons und Sticker. Okay, ich weiß nicht, wo meine Gänse sind. Oben. Ich weiß nicht, wo meine Gänse sind. Das deprimiert mich. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch, ja. Oh, warte mal. Kann ich mich darauf stellen, wenn du das. Oh mein Gott, guck mal meine Augen. Okay. Mhm. Oh nee. Okay, ich kotze dich auch nicht an, versprochen. Ja, ich glaube, es ist von hier oben. Essen kommt. Hier vielleicht? Ist das hier irgendwie die Anzeige? Oh ja, die das Anzeige? Könnte ein Marker sein, ne? Hier dann so. So, hier lang. So, hier rein. Du musst quasi schleichen, um da reinzukommen. Ich zeig dir, wie das geht. Und außerdem hab ich da so ein tolles, ich hab so ein Yoga-Magazin in den 80ern. Lumber, so. Limber up. Ah, wir können jetzt so. To Barrel Roll. Okay. Ah, und man kann holden? Nee. Also wenn ich H gedrückt halte, dann geht nix. Nee, mehrfach auch nicht. Ach so. Get running off on your own teamwork. Okay. Oh mein Gott, wie cool. Du machst so Geräusche, wenn du rennst. Guck, ich muss. Du machst. H. Und dann kannst du danach direkt nochmal Kraft drücken und dann rennst du. H. Und dann nochmal was drücken?
Einfach nochmal H. Und dann einfach die Richtung, die du läufst. Ja. Brrr, das machst du. Genau. Da. Machst du auch. Gut. Okay, okay. So, yeah, you can trust roll too. Ninja. Feeding okay. Time. Fütterungszeit, genau. Ja, genau, Fütterungszeit. Oh, hier. Komm. Da. Hier. Kannst du die füttern? Hilfst du mir auch? Okay. Hab ich schon. Okay. Die liebt mich schon. So. Sind hier noch welche? Hallo. Ah, da hinten sind noch welche. Also, ich meine, bald ist ja Weihnachten. Wir haben ja schon späten Herbst und so, ne? Und... Sag's nicht, sag's nicht. Ich gib ihnen besser keine Namen. Hans, das ist Hans. Die sind alle gefüttert. Oh. Oh, cool, mit einer Freundin geht das alles viel schneller. Okay, aber jetzt gehen wir mal noch ein bisschen, ne? Abenteuer erleben und werden hier mal Sachen erkunden. Ja, zeig mir mal was. Du wolltest mir was zeigen hier im Gänsehaus. Ja, genau, genau, im Gänsehaus. Also, da ist halt nicht nur Grütze drin. Zeig mal was. So. Genau, das nehme ich mein Geheimversteck. Da hier, so. Ein Besen? Nein, nein, hier hinten. Ist hier was drunter? Ja! Los, los, zieh mal die Planen weg. Das ist mein Fahrrad. Es hat eine selbst ausgesuchte Farbe. Orange. Einfach die beste Farbe der Welt. Ich finde ja, sie ist... Hat unglaublich runde Räder. Mit, ja, total guten Grip-Reifen drauf. Und mit einem unglaublich krassen, übercoolen Lenker. Naja, und nicht ganz so guten Bremsen. Aber lass es mich dir zeigen. The Melzergott, the Melzerbike, settle up on the Golden Dragoon. Auf den goldenen Drachen setzen und die Räder spinnen lassen. Los geht's. Mit A kannst du schneller werden. Und mit L steuerst du. Und B ist die Bremse. Und Y ist zum Abspringen. Ja, cool. Nee, bei mir sind es andere. Echt? Nee, andere? Ja. Hast du die umgelegt, oder was? Nee, ich habe andere Controls. Also andere Buchstaben. Ach so, okay. Darf ich auch mal? Nein, nein, hol dir dein eigenes Fahrrad. Ich bin nicht von hier. Ich hab doch keine schönen Dinge. Oh, das ist schon irgendwie traurig. Und weil du nicht von hier bist, ist das der Grund, warum du nie schöne Dinge kriegst. Mhm, genau. Kann ich dir abnehmen einfach? Ja, ich kann zum Beispiel gerade nicht losfahren. Kann nichts machen. Ah, ich kann absteigen und dann loslaufen. Mal weg. Naja, okay. Gut. Boah, was machst du da? Wie fahre ich los? Mit WASD? Also nein, mit J drücken. Genau, mit J strampelst du und dann lenkst du, genau. Und B ist dann bremsen. Nein, K, also bei mir ist K bremsen. Gib mir mein Fahrrad zurück. Du bist voll gemein. Guck mal. Also nee, ich brauche eh kein Fahrrad. Ich bin eh schneller. Genau. Eigentlich muss ich doch jetzt das Fahrrad nehmen. Ja. Okay. Was?
wollte ich dir geben. Du gibst mir gar nichts. Yes! Ich wollte es dir geben. Yes! Du hast einen Vorsprung. Frühstarter. Ja, ja. Ja, ja. Ich stehe da und guck noch, da lass schon los. Ich weiß ja nicht. Ob das so gilt. Chat gilt das? Ich weiß. Okay. YouTube-Kommentare. War das legit? Oder ja. War das Frühstart? Ich möchte, sag mal, nein, gib mal Feedback. Ihr habt's gesehen. Ich bin genau mit dem Ready, Set, Go losgegangen. Aber. Ja, ich nicht, den, weil ich dir geben wollte. Den Golfkurs, den erforschen wir nicht mehr in dieser Folge, liebe Freunde des Nerdzeitalters, sondern in der nächsten Folge. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ben, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr kurzweilig, auf jeden Fall. Es ist eine schöne Storyline. Ich bin gespannt, wie es weitergeht die nächsten 6 Tage. Ja, genau. Bleib dran. Und für die nächste Folge, Ben, musst du leider ein Stückchen dich nach oben setzen. Du verschwindest langsam unten unter dem... Verschwinde wieder? Ja, du verschwindest schon wieder. Aber in 2 Wochen. Es hat noch 2 Wochen Zeit. Genau, das hat, nicht ganz so lange. In 2 Wochen ist das Problem Ach so, das meinst du. Okay, also, liebe Freunde des Nerdzeitalters, wenn euch das gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, besucht uns mal auf Twitch. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Einschalten. Ciao. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.